Hallo, guten Morgen hier aus dem wunderschönen Hamburg. Ich bin in der Speicherstadt. Aber keine Angst, ich mache jetzt mit euch keine Hafenrundfahrt oder Sightseeing-Tour. Ich will heute nach Kindermöbeln gucken, in einem wunderschönen Laden hier um die Ecke. Ich brauche eine Wickelkommode und ein Bettchen, vielleicht einen Schrank. Ich möchte aber partout kein Babyrosa oder Babyblau im Kinderzimmer. Und weiß finde ich einfach zu langweilig. Ich hoffe, dass ich mich hier ein bisschen inspirieren lassen kann, vielleicht die eine oder andere Idee bekomme oder direkt schon was mitnehme. Mal gucken. Ich habe noch so einen alten kleinen Stubenwagen von meinem ersten Sohn und deswegen habe ich jetzt heute erstmal vor allem nach so einem richtigen Babybett geguckt und nach einer Wickelkommode. Ich sitze hier jetzt gerade in meinem absoluten Lieblingskinderbett. Mal abgesehen davon, dass es mich noch hält und ich mich auch wirklich sicher fühle hier mit meinem Babybauch und meinen paar Kilos mehr, muss ich sagen, es ist einfach so schön schlicht und es wächst mit. Also man hat natürlich erst auch so ein ganz normales Babybettchen, aber später kann man hier die Wand rausnehmen oder erstmal so halbieren und man kann die Farben ganz toll untereinander kombinieren. Und da ich ja auf gar keinen Fall so einen rosa oder hellblauen Kindertraum haben möchte zu Hause, sondern eher ein bisschen schlichter, finde ich halt super, dass es das hier auch in so einem hellgrau gibt. Finde ich einfach viel interessanter als schlicht weiß.